Ich begrüße dich an der 14. Edition vom CSV Live. Hat dem Steuer von einem neuen Gefühl, mit dem CSV die nächsten Wochen am Ende in der Wehr, so lange mal länger echter Fest am Kader vom Nullausstatter. Da erkennt ihr ja dann noch im Logo von direkt schon, mit dem CSV-Fraktion ja schon 2019 an 2021 in der Wehr war. Und dann geht es dann mit Vollgas in Richtung Super Value. Apropos Vollgas, dieser Minibus wird um W in Richtung Wählener Rosette, die wir klammen nämlich ob elektrisch wenig genäht. Das ist in diesen Zeiten, wo die Schlieferung der Kommand auf die Welt der Laien schwer vorauszusehen. Da springe ich auf dem Schweizer Dach sicherlich den neuen Logo von der CSV und der und den sich mal noch gewinnen muss. Den 11. Juni gaufen die Neufarbe von der CSV ja um außerordentlichen Kongress am Forum um Gästeknäpfchen präsentiert. Wo die noch weißen Quadrat durch ein rechtwinkliges Trapez mit den Farben Schwarz, Blau, Orange und Hellblau ersetzt. Es gibt ein bisschen Aufregung, eigentlich Diskussionen, die lange gefällt, die anderen nicht. Aber das ist nun einmal so, wenn etwas Neues auf den Markt schickt. Alles braucht seine Zeit und es wird nicht allzu lange dauern, bis auch die letzten CSV-Sympathisanten den neuen Logo adoptiert. Es wird etwas als klar, dass nicht ein Logo die Wähler gewinnt oder verliert. C. S. V. Ja, der V besser ist besser, ja. So, weil das ist der Schluss, ne? Ja. C, S, V, ne? C, S, V. C, S, V. C, S, V. C, S, V. CSV, alles zusammen in Richtung Supervalue 2023, wo ja den ersten Rendezvous die Gemengewelle sind. Und da leidet das schon relativ heiß, weil die Christliche Soziale Volkspartei hat 2017 auf Gemengeniveau aufgeräumt, werdet dann lo 6 Jahre spät heiß konfirmieren. Supervalue 2023 kann ich sich rühren. Der Countdown lief dann auf den Tag nie Jahr führende Gemengewahlen, gauf in einem außerordentlichen Kongress um Gäseknäppchen, Vorbereitungen, Lös, aber sicher und Ugriff geholt, für die exzellenten Resultate von 2017 unzuknappen, vielleicht sogar auszubauen. An den Resultaten konnten sich für 5 Jahre weisen lassen. CSV stellte am Ende 102 Gemengen, 47 Bürgermeister, 78 Chefen und 202 Gemengeräte. Darin sind nicht mehr wie 9 Deputierte, die an einer Gemeinde im Bürgermeisterstuhl sitzen, dem nur die Funktion vom Deputimär ausfeiern. Für das nächste Jahr, die Resultate von 2017 zu egalieren, respektive zu toppen, gibt eine große Herausforderung. Und dafür hieß es los, schon 12 Monate vor diesem Rendezvous mobilisieren. Du verstarten auch heute mit der Taskforce stark löscht, denn an der Taskforce muss man zusammen mit unseren Sektionen, an unseren Bezirksdelegierten noch gucken, für das man die Löschte bei nicht kriegen. Das schaffen natürlich sowieso schon ganz eng zusammen mit der CSI, mit der CSJ, mit der CSG und noch mit der CSF. Das ist wichtig, dass man als Basisorganisationen hier abbauen. Die nächste Stichtag ist dann der 15. Juli, wo das Mentoring-Programm anläuft. Da hieß es für Politiker mit Männern auf vorhin interessierte Kandidaten zusammenzubringen. Wir werden die dann als Binom, als einer Gemeinde zusammensetzen, wo sie dann mal zusammen essen gehen, wo sie sich können austauschen, die Frage stellen, die ihnen sich vielleicht nicht traut, einfach so zu stellen. Weil ich meine, ein responsable Politiker, der weiß, wie viel Arbeitsaufwand das ist. Wir haben einfach schon mal ein ganz großes Löscht von Leuten, die interessiert sind, Mentor zu sein. Dafür, wenn der Leute aus ihrer Sektion kennt, sagt nicht, aber geht aus dem Generalsekretariat dran. Der 6. Dezember können wohl die Gläschen aber nicht nehmen, da das eine weitere Etappe Richtung Gemenge werden, wo die Löschten dann Sylös Form anhüllen. Mehr, weil wir es da auch als Stichdatum gesagt haben, für uns stark löschten fertig zu machen, dass dadurch ein bisschen der Schluss aus von der Taskforce stark löschten, weil die Chancen kommen dann natürlich hart auf hart am neuen Jahr. Das ist der Start an super Wahljahr, weil das geht ein ganz, ganz heftig Jahr, wo wir es wirklich müssen alle Guten engagieren, wo die ich alle Guten muss engagieren, weil das nicht nur die Sektionsresponsablen, die an der ersten Reihe stehen, da muss man wirklich auch gucken, dass man alle als Sympathisanten motivieren. An wirklich an die dorten Kampagnen schicken. Dann noch endlich finalisiert und dann deposiert, ihr dann den Wahlkampf so richtig schlossiert geht. Das sind genau 5 Monate führende Wahlen, das könnte ich auch schon an ein bisschen notieren, weil leider als Statute muss man da als Löschten von der Sektionsgeneralversammlung festgehalten. Das ist das eigentlich das Stichdatum, wo er definitiv dann arretiert muss gehen.
Das sind nicht 3 Monate für die Wahl, und du wirst der Startschuss von unserer Wahlkampagne sein, wo wir als Wahlkampagne feststellen, dass das Samstag, den 11. März, haben wir schon mal als Generalsekretär festgehalten als Datum. Und da geht es in Richtung Großfinal, die für den 11. Juni programmiert das VCSV an den 102 Gemeinden am ganzen 327 Mandate zu verdienen wird. Gemengen werden den 11. Juni, 4 Monate spät, wird dann eine neue Chamber gewählt, aus der heraus die neue Regierung formiert wird. Nur dann 10 Jahre an der Opposition will CSV nicht trägt an Verantwortung und probiert dafür in anderem, über wie von der Chamber hier Messagen und Frau respektive den Mann zu bringen. Und dafür geöffnet am Juni schon eine Reihe interessante Aussagen und Interventionen und Rekommendationen. Und dafür holen wir direkt mal darüber auf die Krautmeid. Es gibt hier an der Education aus dem Bauch heraus reagiert. Und das ist nicht gut, weil aus dem Bauch heraus kann er richtig an die Box gehen. Aber wenn er in diesem Fall richtig an die Box geht, dann haben wir definitiv ein riesen Problem. Wir können nicht nur einfach eine Parallelschulwelt aufbauen mit den Europaschulen. Nein, wir müssen unsere Sprachunterricht an unsere Schule reformieren und wir müssen unsere klassische öffentliche Schule stärker machen, als eben nicht nur noch aushilfen. Weil der Multilingualismus, der gehört bei uns dazu, den muss man beibehalten. Aber es darf kein unüberwindbar Hürde gehen, für die Kinder an das am Sinn von der Chancengerechtigkeit. Das ist ein Dossier. Das ist für uns ein Paradebeispiel von Intransparenz an wie in eigentlich Bürgerinnen und Bürger an Politikverdrossenheit greift. Wir sind also der Meinung, dass in den Deal für Abschluss über all das eigentlich Ungeheuerlichkeiten zu kreieren, deposieren ich eine Resolution für eine Enquetekommission am Namen von den 4 Oppositionsparteien, und die sind auch von CSV, RDR, Die Linke und den Piraten unterschrieben. Eine Enquete-Kommission, die hast du, pour faire durer le plaisir. Pour faire durer le plaisir. Pour faire durer le plaisir. Deputierten, die mit einer Enquete-Kommission Fried, die nicht auf Recht darüber zu antworten, das muss man zugestehen. Besonders fand das so, als Fraktionspräsident von der Litzebauer Sozialistischen Erbischterpartei, eine Enquete-Kommission wie du, pour faire durer le plaisir. Don't act. Wenn das eher Rechtsverständnis ist, wenn das eher Verständnis ist von der Demokratie, dann will nicht das nicht. Zu meiner Jugendzeit wurde es geheißen, genießt Jugend und amüsiert euch. Das Jahr war der Slogan: Bleib daheim, bleib da bannen, da geschieht doch nichts. Und ich meine, dass das für viele Jugendliche ein Problem war, dass da doch für sie platzweise Probleme durchgestaltet wurden. Corona ist für Sie nicht nur eine Etappe im Leben, aber Corona ist für Sie ein Meilenstein an Ihrem Leben. Und Sie stürzen die 18 Monate oder 2 Jahre oder wie lange doch noch fährt gehen, nicht so weg. Ich war gucken an Freizeitleben, beziehungsweise das, was so schön nennt, rausgehen. Also das war ich noch nicht nur zu leben. Ich war da mal testen, ja genau. Und ich bin da geschwärzt mit den Akteuren aus dem sogenannten Live-Entertainment-Sektor. Die Frau, die sie sich gestalten an ihrem Sektor, nachdem es dann mir abgemacht hat, das war die Frau, will der Mensch lohnenker sozial sein? Geht das noch? Und dann haben sie mir gesagt, wenn du gucken kannst bei dem nächsten Konzert, da wirst du gesehen, wie viel enorm Lust du hast, sich zu begegnen, zu feiern, miteinander zu sein. Das, was wir selbst wahrscheinlich alle Gute bei uns erleben, das geht jetzt einfach auch als großes Phänomen. Mit all dem, was ich dabei bedenken muss, das heißt die Lust, die die Jungen spüren, für zu leben, und die Lust, die sie auf Zukunft tun, weil die Jungen können einfach nur mehr, so schwer wie du kannst, du hast für sie ein positiver Push zu ihrem Leben, weil du können auch vieles. Die Leute, die Damen und Herren, als Mattbürgerinnen und Mattbürger, für die wir eigentlich hier stehen, die brauchen unserer Meinung nach finanziell Hilfe. Und zwar lo. Ideologische Lenkungseffekte auf die Kosten von den Leuten, als an diesen Zeiten nicht eins will, da das nicht der CSV hier will, von der Politik. Zeiten vom Nachgucken, die Damen und Herren, sind für uns lo rüber. Das ist nur in der Zeit, zu handeln am Interesse von Land und Leuten,
Und dafür sind wir alle, die 60 Scheibanden, gewählt. Und dafür sind wir auch da. Das zählt für die Opposition und das zählt auch für die Majorität. Und am besten machen wir das unserer Meinung nach zusammen. Wie gesagt, Cannabis ist noch immer ein Drog. Und das an unseren definitiv die falsche Message, den im Moment da draußen ist bei den Jungen. Die Jungen so, nämlich die Regierung sieht, das alles nicht so schlimm. Die Regierung sieht das legal. Die Regierung will nicht nur die medizinischen umbauen, sie will auch noch die rekreativen umbauen. Also ist alles so gar nicht so schlimm. Wir können ruhig kiffen, das wird es nicht schön. Die Message ist bei den Jungen, und ich fand das inakzeptabel. Für uns ist es dringend, dass direkt etwas geschieht. Und dafür fördern wir die Regierung ab, dass sie direkt eine Kampagne vorbereitet, um zu sensibilisieren und zu informieren. Und dass die bei der Rentrée scolaire 22 soll direkt loslegen. Auf dem Kreml geht es direkt an den Stall. In der Umbauerenhaft, den schon für die 36. Kei organisiert wurde, das Jahr um Haft von den Gebrüder Wester. Wir sind geschwind. Es ist superhaft, dem nur ein ideal Gelegenheit für dem Grand Public die Landwirtschaft mit Not zu bringen, für Molenka Hautnot zu erleben, wie moderne Bauern haben funktioniert, wie Bauern schaffen und wie Litzebäuer Lebensmittel produziert gehen. Ganz vielfältig und meiner Meinung nach ein von den schönsten Berufen überhaupt. Profitiert du für Haut von der Gelegenheit und überzeugt dich selber davon. Denn darum Bauernhaft ist nämlich das Event zu Lützeburg, wo ihr selber könnt sehen, wie die Bauerschaft, wie ihr moderne Bauernhaft ausgesehen und wie zu Lützeburg lokal gut und gesund Lebensmittel von höherer Qualität hergestellt werden. Der Bauer, den aus den Jahrzehnten Jahrhunderten betreibt Landschaftspflege. Und ich meine, das ist immer mehr und mehr, dass das bei uns verloren geht, auch am Gedankengut von den Leuten, dass die Bauer, den aus da erstens mal für unsere Natur zu hegen und zu pflegen, zweitens für qualitativ gut Produkte zu produzieren, die wir alle gut und dann auf unseren Teller holen. Und ich meine, das soll man unterstützen, das soll man fördern und es nicht servieren. Station vom CSV Live, der Stadt am Wald. Ich hatte schon am Anfang von der Emission gesagt, dass unser Minibus am Ende hauptsächlich für den Nullerschatur von der CSV-Fraktion gerichtet wird. An den nächsten Rendezvous am Kader vom NLT 2022 geht mit den CSV-Deputierten um Royal Hamilius. Alles an der Reihe.
An der Schung dringt am ganzen eine halbe Dose Mol. Heute sieht er, würde die nächste Woche deputiert von der CSV könnt beginnen. Martine Poteren, ein paar Tassen trinken. Sie kommen demnächst bei ihr. An der Schule noch genug gepotert an unserem letzten CSV Live für in der Sommervakanz. Ich hoffe, dass du eine ruhige und agreable Woche für uns. Sie wird daheim, sie wird an den Bürger, sie wird um mir oder so sonst an der Weltgeschichte. Für das ist der gut ausgerastet 2. September. Rimm gesehen. Adi, bis dann.